Einen wunderschönen und ja, herzlich willkommen zu EA Sports UFC 2 mal wieder. Und alter Schwede, CM Punk, ey, wir sind so niedergeschlagen von der Moral, alles, wir sind absolut down. Jetzt sind wir wieder hier in so einer supergeilen Fight Night Card angekommen. Stellen hier den Main Event der Undercard. Oh Gott, das ist so schlecht, ey. Gegen Montano, yeah, richtig geil. Meyer gegen Magny, den hatten wir auch schon mal. Also ist der Main Event hier bei dem ganzen Event. Und ich würde sagen, wir legen einfach los. Inzwischen ist es auch egal, welche Farbe wir hier nehmen von der Hose, denn es geht eh nur noch auf und ab. Ich bin wirklich so down, ihr glaubt es gar nicht, ey. Oh Mann, ey. Oh Gott, wir waren jetzt wie oft zwei oder dreimal kurz davor in die Top 20 einzuziehen. Wenn wir jeden der Kämpfe gewonnen hätten, wir wären schon längst in den Top 10 so wahrscheinlich. Keine Ahnung. Gott. It's a welterweight matchup between Augusto Montano and CM Punk. Mann. Na gut, es geht los. Ich nehme jeden Kampf jetzt an, als ob es der letzte wäre, so ganz ehrlich. Sollten wir wirklich irgendwann eine zu krasse Niederlagenstreak aufbauen, ja, dann muss hier ein Punk alles an die Wand hängen hier. 5 Kämpfe haben wir schon verloren. Ich würde sagen, bei 10 Niederlagen, also wenn wir nicht davor mal irgendwie was, ja, krasses, geiles geschafft haben, so werden wir die Karriere beenden. Dann ist das Projekt CM Punk in der UFC gescheitert, würde ich sagen. So bitter das ist. Und ja. Augusto Montano kommt zum Ring. Wir gucken uns seine Stats an. Also starkes Muay Thai, hervorragendes Ground and Pound, hat in der Karriere 3 Kämpfe verloren. Yo, da kommt doch Freude auf. Yeah! Oh Mann, ey. Alter Schwede. Aber eins kann man in dem Fall schon mal sagen. CM Punk hier in dem Spiel also hat schon mal mehr Kämpfe ausgehalten, als er, denke ich, for real wahrscheinlich aushalten wird in der UFC. Ich lass mich, wie gesagt, gerne eines Besseren belehren. Ich mag ihn ja auch, aber guck mal, jetzt sind wir schon 43. Das wird doch nicht mehr. Mann. He stands 62 inches tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Chicago, Illinois, CM Punk! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a freestyle fighter, holding a professional record of 15 wins, 3 losses. He stands 62 inches tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Albuquerque, New Mexico, Augusto! Okay, here we go, here we go. Ich überlege, ob wir hiernach, sollte es mit CM Punk echt nichts mehr werden. Wie gesagt, ich werde mir irgendwie ein realistisches Ziel setzen, wo ich sage, das war's dann sonst. ist halt die Frage, ob wir dann nochmal eine neue Karriere starten wollen, vielleicht mit einem Heavyweight oder sowas. Komm, ich will jetzt hier direkt durchstarten. Na komm, raus hier erstmal. Ich brauche jetzt ein bisschen... Nein, genau da wollte ich nicht rein. Nee, das ist nicht wahr. Raus hier, raus. Ist das jetzt Fersper? Ist das Fersper? Alter. Nein, was? LOL. Also jetzt stellen sich mir mehrere Fragen auf. Hat die knapp 3,5-monatige Pause in UFC
mir echt so wehgetan, dass ich hier gar nicht mehr in das Spiel komme? Oder wären die Gegner einfach nur jetzt wirklich halt so schwer? Stelle ich mich so blöd an? Was ist denn hier los, ey? Oh, Mann. Wir werden, glaube ich, in die, ja, Top 40 zurückfallen. Das ist nicht geil. Es tönt mich gerade dezent ab. Wow. Ja. Geil. Augusto Montana wins tonight by TKO. Also, ey, ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob ihr das so nachfühlen könnt, aber ich fühle mich gerade sowas von demoralisiert hier in UFC, dass ich eigentlich fast schon jetzt Bock hätte, die ja, Schuhe an den Nagel zu hängen und zu quitten. I quit! Wie Batista, ey. Ach du Scheiße, das kann. Oh Gott. Ja. Ja, guck mal, wir kommen eh dem Karriereende bald nahe hier so, wenn wir so weitermachen und so auf die Fresse kriegen. Dann auch mit dem Alter, wow. Nicht gut, ey, ich bin, ja, mit so viel Elan hier in den Kampf gegangen eigentlich. Aber ja, es ist wahrscheinlich jetzt so langsam dann die Kriegspsychologie hier, die auf CM Punk so langsam reinfällt. Wow, bitter. Ich will gar nicht in die Power-Rangliste gucken eigentlich, ey, ich hab schon gar keinen Bock mehr. aber wir machen es trotzdem. Benson Henderson immer noch der Champion. Gegen den hätten wir in der Verfassung eh keine Chance. Und ja, wir sind in den Top 40 wieder. Platz 32, ey, es ist zum Kotzen. Wir gucken kurz unser Gegner. Wo ist er denn? Über sich hin gerade. Boah, guck dir an, Augusto Montano ist direkt auf 17 gestiegen mit dem Fight. Ich bin das Sprungbrett irgendwie gefühlt für jeden, ey. Und darf selber nur noch hier, ja, jumpen quasi. 16 Siege, 6 Niederlagen. Oh mein Gott. Ja, vielleicht müssen wir es so langsam anerkennen. Wir gucken mal, was wir an Kampf angeboten haben. Oh, ist das bitter, ey. Gunnar Nelson, Matthew Peterson oder Carlos Condit, der inzwischen richtig abgesackt ist, weiter noch. Nee, den nehmen wir uns nicht. Ja, wir gehen auf Gunnar Nelson. Wir brauchen den Ranghöchsten, das wird er wohl auch sein, ja. Auf 28, ey, oh Gott, Mann, es ist so bitter. Aber man, bei einem Pay-Per-View wieder bei UFC 227. Und ja, ich werde mich vorbereiten, werde das Training machen. Dann sehen wir uns im nächsten Video auf jeden Fall wieder. Würde mich freuen. Und ja, bis dann. Würde ich sagen, habt einfach eine gute Zeit. Irgendwie lasst ein Abo da auf YouTube. Oder schaut doch mal auf die in den Livestreams auf Twitch vorbei, meine lieben Freunde. Würde mich mega freuen. Ansonsten wünsche ich euch einfach mal eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke.